Ja, Hans Sapay, diese Woche hier zu Gast in Düren. Mit welcher Aufgabe und in welcher Mission sind Sie hier in Düren diese Woche tätig gewesen? Ja, hier bei den Sportfreunden in Düren, bei der zweiten Mannschaft, die haben um Hilfe gerufen. Es war eine sehr besondere Situation, weil viele Spieler von der zweiten Mannschaft, aber auch von der ersten Mannschaft haben sich abgemeldet, sehr plötzlich. Und da haben sie versucht, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, haben Leute auf der Straße gefragt, ob sie nicht den Verein helfen können. Und sie haben irgendwie 13, 14 Spieler zusammengekriegt, aber die nie wirklich Fußball gespielt haben. Und wir waren jetzt hier und haben versucht, den Verein, den Spielern ein bisschen zu helfen in dem Bereich Fußball. Und natürlich, dass sie Spaß haben, dass sie irgendwie auch als Team zusammenwachsen. Und natürlich größtenteils geht es darum, den Verein zu helfen, dass die Jungs von der zweiten es irgendwie schaffen, bis zur Winterpause das zu überbrücken und dann nochmal ablösefreie Spieler hier hinzuziehen. Ihr Eindruck am Dienstagabend an dem ersten Training? Ja, wir wussten ja schon, ja, wir haben ja schon Bilder gesehen vorher, was für eine Mannschaft uns erwartet. Und man hat schon gesehen, dass viele nicht wirklich was mit Fußball zu tun haben, dass sie aber eine coole Truppe sind und dass wir als Einheit sehr gut funktionieren. Kommen wir mal zum heutigen Spiel. Gehen in der Kreisliga B haben wir uns ja heute hier aufgehalten gegen Derisweiler. Der Derisweiler war ja auch im Mittelfeld und die besondere Situation: Die Sportfreunde hat in den ersten Spielen gewonnen. Durch die Unstimmigkeiten in der Mannschaft, Sie haben es ja angesprochen, ist die Mannschaft so ein bisschen auseinandergefallen. Am Ende spielte das Ergebnis doch keine Rolle mehr. Nee, das Ergebnis spielte von Anfang an irgendwie keine Rolle. Es war uns schon klar, dass wir das Spiel jetzt hier nicht gewinnen werden, dass wir den Gegner irgendwie ausspielen und das Spiel irgendwie 3-0 oder 3-1 gewinnen. Deswegen, es ging wirklich darum, jetzt, dass die Jungs irgendwie Spaß haben, dass sie Freude haben. Die kommen jeden Sonntag, spielen hier für diesen Verein oder trainieren auch, geben ihre Freizeit dafür auf. Und da konnten wir dann, glaube ich, als Team, Kamerateam und alles den Jungs was zurückgeben, ein bisschen Spaß mit denen haben und die als Team nochmal wirklich, dass sie sich nochmal finden und nochmal zusammenrücken und die nächsten Aufgaben erfolgreich, aber auch mit viel Spaß bewerkstelligen.